Du interessierst dich für ein Studium an der Hochschule für Musik Mainz, aber der Anmeldeprozess kommt dir irgendwie kompliziert vor? Kein Problem. In diesem Video zeigen wir dir, wo du alle wichtigen Informationen findest, wie die Anmeldung bei uns abläuft und wen du bei Problemen fragen kannst. Zunächst musst du natürlich wissen, was will ich studieren? Genaue Informationen zu den Studiengängen sowie Hinweise zu den Anforderungen in der Eignungsprüfung findest du auf der Website der HFM. Zum Beispiel so: Du gehst auf Studienangebot. Dort siehst du einen Überblick über sämtliche Studiengänge und suchst dir den Studiengang aus, den du studieren möchtest. Beispielsweise Gesang. Auf dieser Seite findest du einen Überblick über den Studiengang sowie die Anforderungen in der Eignungsprüfung. In der rechten Spalte bzw. in der mobilen Ansicht weiter unten findest du noch Informationen zur Eignungsprüfungsordnung, den Prüfungsordnungen und weiteren Studieninformationen. Und du findest Kontaktmöglichkeiten in das Studienbüro und zur jeweiligen Studiengangsleitung. Möchtest du mehr Informationen über die Abteilung bekommen? Gehst du auf Studienbereiche, Abteilungen. Und du findest einen Überblick über den Studiengang mit viel Wissenswertem. Du siehst, wer unterrichtet in deinem Fach und kommst auch von hier zu den einzelnen angebotenen Studiengängen. Und solltest du je verloren gehen auf unserer Seite, nutze einfach das Suchfeld, es bringt dich bestimmt zum Ziel. Du weißt jetzt also, was du studieren willst und hast alle Informationen? Dann geht es los mit der Bewerbung für die Zulassung zur Eignungsprüfung an der Hochschule für Musik Mainz. Gehe auf Bewerbung Eignungsprüfung und hier findest du erstmal sämtliche Bewerbungsfristen. Bitte guck dir diese Fristen genau an. Es gibt nämlich unterschiedliche Fristen für die Anerkennung ausländischer Zeugnisse, für die Bewerbung an der Hochschule für Musik und für die Bewerbung um den Studienplatz an der Johannes-Gutenberg-Universität. Moment, brauche ich den? Ja, die Hochschule für Musik Mainz gehört zur Uni, daher musst du dich auch an zwei Stellen bewerben. Bitte diese zweite Bewerbung nicht vergessen. Auf dieser Seite hier zeigen wir dir das Bewerbungsverfahren Schritt für Schritt. Wenn du dich an den Punkten entlanghangelst, dann kann eigentlich schon gar nichts mehr schiefgehen. Alle Studierende mit ausländischen Vorbildungsnachweisen müssen allerdings zuallererst ihren Antrag auf Anerkennung der ausländischen Zeugnisse stellen. Bitte kümmert euch rechtzeitig darum. Ist das geschafft oder war es vielleicht noch nicht mal nötig? Kannst du dich jetzt an die Bewerbung zur Eignungsprüfung setzen? Auf dieser Seite findest du ein Anmeldeformular für alle Studiengänge. Die Anmeldung ist immer nur für die nächste Bewerbungsphase freigeschaltet. Als erstes wählst du deinen gewünschten Studiengang aus. Abhängig von deinen Eingaben erscheinen weitere Abfragefelder. Teils sind Angaben vorausgefüllt, zum Beispiel, wenn es keine Auswahlmöglichkeit gibt, teils musst du deine Angaben noch konkretisieren. Bitte gib deine Kontaktdaten ein. Bei allen Feldern, die mit erforderlich gekennzeichnet sind, ist eine Eingabe in jedem Fall nötig. Bleibt das Feld leer, kann die Bewerbung nicht abgeschickt werden. Abhängig von der Studiengangswahl werden verschiedene Zugangsvoraussetzungen abgefragt. Eine Bewerbung ist zum Beispiel mit Abitur möglich, auch wenn die Abiturprüfungen erst noch abgelegt werden. Für Bewerbungen mit ausländischen Zeugnissen kümmere dich bitte rechtzeitig um die Anerkennung deiner Unterlagen bei der JGU und beachte die weiteren Hinweise, wie zum Beispiel zu nötigen Deutschkenntnissen.
Für einige Fächer ist zum Beispiel auch eine Bewerbung mit Realschulabschluss oder Fachabitur möglich. Wenn du alles ausgefüllt hast, haben wir noch drei wichtige Hinweise, die du dir bitte gut durchliest und dann einen Haken setzt. So, geschafft! Klicke auf Absenden und deine Bewerbung landet bei uns im Studienbüro. Die Kolleginnen schicken dir in Kürze eine weitere Mail mit einer Übersicht, welche Unterlagen du noch einreichen musst und wo du diese hochladen kannst. Du musst die Unterlagen nicht zusätzlich per Post einreichen. Du kannst dir bei unserer Checkliste auch im Vorfeld schon einen Überblick verschaffen, was du bereithalten solltest. Hast du doch noch Fragen? Guck mal hier, wir haben auch eine FAQ-Seite zu Bewerbung und Eignungsprüfungen. Da findest du sicher Antworten. Und wenn auch das nicht hilft, melde dich gerne in unserem Studienbüro. Wenn du das geschafft hast, heißt es erstmal Pause. Du kannst dich zurücklehnen und mal einen Kaffee trinken. Ach nee, stimmt, du bist ja Musiker. Dann hebst du dir den Kaffee wohl noch auf und gehst erstmal üben. Aber bitte nicht vergessen, du musst dich zusätzlich noch um den Studienplatz bewerben. Wie das geht, zeigen wir dir in einem weiteren Video.